Weißt du was? Ich war vor ein paar Wochen beim Zahnarzt und ich bekomme eine Zahnspange. Oh, ich weiß leider nicht, wie das ist, aber bestimmt ist es nicht sehr angenehm. Weißt du was? Meine Schwester hat eine Zahnspange und sie sagt, es ist richtig schlimm. Sie kann gar keine Süßigkeiten mehr essen und ihr Lieblingsessen kann sie auch nicht essen. Was, wirklich? Ja, wirklich. Oh nein. Das wird so blöd. Warum muss ausgerechnet ich eine Zahnspange bekommen? Amelie, komm jetzt, sonst kommen wir zu spät zum Zahnarzt. Ja, ich komme ja schon. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich hatte doch früher als Kind auch eine Zahnspange. Und so schlimm war das jetzt auch nicht. Ja, ja. Komm, mein Schatz, wir gehen jetzt. Na gut, Mama. Hallo. Hallo, wir sind da wegen der Zahnspange von Amelie. Nachname bitte? Kramer. Ah ja, da haben wir sie. Ziehen Sie bitte eine Nummer und warten Sie, bis diese aufgerufen wird. Ja, das machen wir. Die Nummer 3, bitte. Oh Mama, das sind wir. Okay, gut, wir gehen. Folgen Sie mir bitte. Hallo, du bist heute hier wegen deiner Zahnspange, oder? Ja. Gut, dann setz dich bitte auf den Behandlungsstuhl. Sie können sich einfach hier hinsetzen. Okay. Also, Amelie, ich werde jetzt gleich ein Gerät vor deinen Mund halten und das zeigt nochmal deine Fehlstellung von deinen Zähnen. Okay. So, Amelie, wie du sehen kannst, hast du viele Zähne, die gerade raus wollen, aber keinen Platz haben. Die Zahnspange wird dir dabei helfen, den Platz zwischen den Zähnen herzustellen. Ach so, okay. Genau. Viele haben Angst vor der Zahnspange, aber keine Sorge, in echt ist das wirklich nicht so schlimm. Na klar ist es oft nervig, weil man sich öfters mal die Zähne putzen muss und da auch viel Essen zwischen den Zähnen so hängen bleibt. Aber das geht auch mal vorbei und am Ende hat man immerhin gerade Zähne. Anfangs tut es auch oft weh und drückt, weil der neue Draht drin ist, aber daran gewöhnt man sich schnell. Hast du noch irgendwelche Fragen? Wird das denn wehtun, die Zahnspange reinzumachen? Nein, das tut nicht weh. Das ist nur ein bisschen unangenehm und zieht manchmal. Aber wenn was ist, dann heb bitte deine Hand. Okay, mache ich. So, dann beginnen wir mal mit dem Reinmachen der Zahnspange. Also zuerst bekommst du dieses Ding in den Mund. Das hält deine Zähne schön weit offen. Ist das okay so? Ja, das ist okay. Gut, zuerst werde ich deine Zähne reinigen. Dazu werde ich sie mit unserer ganz besonderen Spezialzahnpasta putzen.
So, und jetzt werde ich noch Zahnbelege und deine Zahnzwischenräume sauber machen. So, dann beginnen wir jetzt mit dem Reinmachen der Zahnspange. Zuerst trage ich den Kleber auf, der dann die Brackets ankleben wird. So, und mit diesem Gerät werde ich die Brackets an deine Zähne klipsen. Ist alles gut? Ja, alles okay. Gut. Sehr gut, die Brackets kleben schon. So, und mit diesem Gerät werde ich den Draht an den Brackets befestigen. So, Amelie, du hast es fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch einmal deine Zähne reinigen. Jetzt sind wir fertig. Oh, echt schon? Ja. Ich bin echt gespannt, wie ich jetzt aussehe. Ja, also eigentlich hätte ich dir gerne unseren Spiegel gegeben, aber der ist leider gestern kaputt gegangen. Da musst du zu Hause gucken, wie du aussiehst. Okay. Du hast ja hier noch dieses Plastikteil im Mund. Das musst du noch eine Stunde im Mund behalten, bis die Brackets ganz sicher getrocknet sind. Und dann darfst du auch wieder was essen. Okay. Falls noch irgendwelche Fragen aufkommen oder Probleme auftreten, dann rufen Sie bitte bei uns an. Okay, das machen wir. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss und danke nochmal. Oh Mama, ich bin so gespannt, wie ich aussehen werde. Ja, mein Schatz, du siehst schon gut aus, keine Sorge. Okay, das hoffe ich mal. Das sieht ungewohnt aus, aber es sieht ganz okay aus. Gut, das freut mich. Ich mache dir da mal was zu essen. Das sieht aber super lecker aus. Das freut mich. Aber Mama, ist denn eine Stunde schon vergangen? Ja, wir sind vor ungefähr einer Stunde nach Hause gekommen. Yay, dann kann ich endlich dieses komische Plastikteil ausziehen. Gut, mach das mal. Das fühlt sich alles ganz komisch in meinem Mund an. Ich hoffe, ich kann gut essen. Und wie fühlt es sich an? Es fühlt sich komisch an, aber ohne den Plastikteil ist es besser. Okay. Ich hole mir noch eine Gabel. Ah, ich kann kaum kauen. Das tut so weh im Mund. Ach Menno, dabei sind die Nudeln doch so lecker. Ja, das ist ganz normal am Anfang. Am besten, ich mache dir einen Brei. Und ich esse die Nudeln. Okay, aber bitte kein Karottenbrei. Ja, ja, kein Karottenbrei.
Und ist es so besser? Ja, so ist es besser. Aber die Nudeln waren leckerer. Einen Nachtisch kann ich dir aber noch geben. Den kannst du ganz sicher essen. Echt? Was denn? Dein Lieblingsregenbogeneis. Das kann ich gut essen. Man muss ja schließlich nur schlecken. Und man muss gar nicht kauen.